Mein neuer Gegner ist ein Deutscher, genau wie ich. Doch wenn ich ihn genau betrachte, denke ich Augenblick, dem fehlt doch irgendwas, da steht ein Typ besonders klasse. Springerstiefel und ne Bomberjacke. Dieser Typ, der sein Wahlkreuz der NPD gibt, ist in meinen Augen wack, so wie endlos eklig. Ey, und dieser Pier, der wär ja eigentlich tight, hätte er nur nicht die Page von Miley Cyrus geliked. Und du hast ein dickes Auto, Alter, wow, wie krass. Doch es wär besser, wenn du deine Runden lautlos machst. Und du warst locker im Turnier, Alter, was du laberst. Deine Teilnahme war knapp, so wie deine Haarpracht. Völlig klar, dass wie jetzt sagen wird, dass das gelogen ist und er sich je nach durch den Image-Schaden in die Hose pisst. So ein Mist, dass nach dieser Runde für ihn zu Ende ist. Und auch wenn er nur noch so krassen Konter bringt, es ändert nix. Guck mal, dieser Typ ist psychisch behindert. Guck mal, der liegt mir zu Füßen wie Kinder. Guck mal, dieser Otto will gar nicht aufstehen. Er hat die Periode 2013. Und wenn er ehrlich ist, er will gar nicht aufnehmen. Guck mal, warum will ein Pole so aussehen? Guck mal, dieser Typ ist schwul wie sich outen. Find ich nicht schlimm, er geht trotzdem nach Hause. Aus seinem letzten drehtes Video, ja ideal. Weise mit einer Axt im Wald verbracht und so konntest du nebenbei für deine Trau von einem Eigenheim auch Holzhacken gehen. Du bist raus, keiner will so einen Vollspasten sehen. Habe mich gefragt, welcher Vollidiot deine Videos dreht. Hat so einen qualitativ mangelhaften Dreck noch nie gesehen. Wiedersehen, danach ist dieses Battle vorbei. Auf dich weiter zu blamieren und reich am besten nicht ein. Und deine Isabella denkt sich, was ein mieser Rapper. Dieser Vier doch ist, warum wird er nicht Pizza-Bäcker? Und warum bin ich mit so einer Schabracke zusammen? Denn wenn er gerade nicht im Studio ist, dann sammelt er Fun. Er ist ein Skater und ein Favorite-Biter, was man an seinen Fotos gleich erkennt. Kann er es im Leben nicht weiter, jetzt hab ich Angst. Als Gegner doch nicht vor dir. Du bist so vielseitig, doch sag mir, wer bist du vier? Guck mal, dieser Typ ist psychisch behindert. Guck mal, der liegt mir zu Füßen wie Kinder. Guck mal, dieser Otto will gar nicht aufstehen. Er hat die Periode 2013. Und wenn er ehrlich ist, er will gar nicht aufnehmen. Guck mal, warum will ein Pole so aussehen? Guck mal, dieser Typ ist schwul wie sich outen. Find ich nicht schlimm, er geht trotzdem nach Hause. 1, 2, 3, 5, ach, vergessen wie dieser Typ heißt. Doch er scheint den Takt zu treffen. Nur wird ihn das nicht retten. In diesem Battle wird er chancenlos verlieren. Denn ich werde diesen Spasti plätten. Wahrscheinlich wird er so wie jeder Gegner sagen, dass ich hässlich bin und der Beste ist und ich auf schnellen Beats so hektisch klinge. Innovativ, doch leider reicht das nicht. Mir nur zu sagen, dass alles, was ich mach, scheiße ist. Und deshalb reimt er sich wahrscheinlich Sachen zusammen, die noch nicht mal im entfernten Sinne der Wahrheit entstammen. Hast keine Haare auf dem Kopf, ich muss ein Alien bannen. Rasier dich trotzdem und danach füllt dir die Schädeldecke. Ohne das Geld deines Papas wärst du niemals hier. Lass uns ein Spiel spielen, wie wär's mit vier verlieren? Denn jeder weiß, das Poster vor mir deine Zimmerwände zieren. Vier nach diesem Battle bist du der Gewinner im Verlieren. Guck mal, dieser Typ ist psychisch behindert. Guck mal, der liegt mir zu Füßen wie Kinder. Guck mal, dieser Otto will gar nicht aufstehen. Er hat die Periode 2013. Und wenn er ehrlich ist, er will gar nicht aufnehmen. Guck mal, warum will ein Pole so aussehen? Guck mal, dieser Typ ist schwul wie sich outen. Find ich nicht schlimm, er geht trotzdem nach Hause.